So, und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Call of Duty Infinite Warfare. Wir zocken die Kampagne. Nicht wundern, dass das Spiel fortsetzend steht. Ich hatte das Ganze schon mal aufgenommen. Nur allerdings vergessen, das Mikro anzuschließen und dadurch leider ohne Ton. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Und ja, wir starten einfach neu in der Schwierigkeit Soldat. Die Sonne, der Mond und die Sterne wären schon vor langer Zeit verschwunden. Hätten die gierigen Hände der Menschen nach ihnen greifen können. Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Okay. Sehr interessanter Vorspann. Bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. UMA-Systeme online. Alles klar. Feuer frei. Können raus. 10 Sekunden. Tür! Grünes Licht, Sky1, grünes Licht. Los geht's, Wolf! Los! Und es geht los! Zusammenbleiben! Boah, was hier abgeht. Haben wir komplett durch den Sturm. Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Und damit noch die ersten Schritte sind jetzt in Call of Duty Infinite Warfare. Verstanden, 1-1. Vertikaler Sprung nördlich ihrer Position. Verstanden. Und bei minus 300 Grad sind es bestimmt keine angenehmen Schritte. Zwei Ziele unten. Ab nach unten und ausschalten. Den hätten wir nicht. Vorangehen. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Ist erledigt. Habe ich einen Scheiß bekommen? Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Standhalten. Wächter auf dem Dach. Wolf, du nimmst einen, wir die anderen. Los!
vorrücken. Alles klar. Sie haben sie gerade hingerichtet. Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Dann nimm mal nach. Mehrere Ziele. Werfesucher! Verstanden. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Okay, dann hätten wir das. Okay, der hat noch gelebt. Ob Sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann heißen wir Sie ordentlich willkommen. Unser Warnschild erkannt. Willkommen im Europa-Labor. Okay. Anti-Schwerkraft-Granate. Und Tür auf. Zur Hölle! Sie sind ausgeschaltet. Na, das ist aber was. Brauche Unterstützung. Meine Position. Ausgeschaltet. Auf die Ecken achten. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation Rina darf also nicht wundern, wenn die Waffe sicher den Anfang kenne ich. Verstanden. Bis zu einem gewissen Punkt, ich sag euch dann Bescheid, bis wohin. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Das ist unser Zeichen. Eigentlich auch gemeinsam als Together mit Justin. Das haben wir ihm aber dann jetzt doch sein gelassen, weil er einfach noch zu wenig Zeit hat und wir euch das aber jetzt trotzdem jetzt präsentieren wollen. Feuer eröffnen! Und ja, deswegen mache ich das Ganze jetzt alleine. Vielleicht werden wir das dann später noch auf einen schwierigen Schwierigkeitsgrad zocken. Vielleicht bleibt da dann auch mal mit. Hier halten für Anti-Schwerkraft. In Bewegung bleiben. Euch dann nehme ich lieber Anti-Schwerkraft-Granaten. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Macht sie fertig. Ziele erledigt. Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Bestanden, sind auf dem Weg. Also ich muss sagen, der Anfang gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Auf der anderen Seite, gerade rechtzeitig. Sipes, aufmachen! Los geht's. Alles gesichert! Jackpot, ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist... Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Hier, Bull. Kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation Rhea? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen! Feuer! Dann geht's hin. Kaputt, geht kaputt. Na. Also nur noch irgendwie
auf die andere Seite kommen. Verdammt. Reaper! Komm schon, nur noch 40 Sekunden! Los, 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 los! Fest, halt dich fest. Das ist keine kleine Explosion gewesen. Leute. Ruhig atmen, Soldat. Er ist der Lieutenant. Das sind die Bösen. Wie viele waren noch bei ihm? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Ja, natürlich. Was hat er mit der Waffe? Das tust du nicht. Das wagst du nicht. Was? Was zum? Er schießt auf seine eigenen Männer? Das vernebelt den Verstand. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Tötet sie. Was für ein Arsch. Sparen Sie sich die Kugel. Der tötet uns einfach so. What the? Der hat sein Gesicht zermatscht. Und er hat uns erledigt. Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Un... Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team, nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes, ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist. Meine Instinkte, übrigens genau wie die Ihren, sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert.
Sie haben immer gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist Ethrian? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Oh ja, das ist eine hübsche Route von hinten. Okay, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Wenn ihr weiter nichts mehr verpassen wollt und schon auf den nächsten Part gespannt seid, bleibt dran. Und dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.